Karnevalsgruppen ficken. Die Bowle, die auf keiner Karnevalsparty fehlen darf. So, und wir fangen auch direkt an mit der wichtigsten Zutat. Ficken. Davon hauen wir 2 Flaschen in unsere Bowle. Also 1,4 Liter. Zweite Flasche. Jawohl. Dann machen wir weiter mit der Heubrause. Hier jetzt Orange. Passt auch sehr gut zu Karneval, wie ich finde. Davon machen wir auch wieder 2 Bäckchen. Jetzt hauen wir hier Limettenscheiben rein. Soll ja auch gesund sein. Und den frisch gepressten Saft von 2 Limetten. Weiter geht's mit 1 Liter feinstem Maracuja-Nektar. Und 1 Liter Ginger Ale. Das hier ist eine 1,25 Liter Flasche, also muss ich noch ein bisschen was übrig lassen. Sonst passt das Ganze hier nicht rein. Schauen wir mal. Dann noch für den letzten Feinschliff und die extra Karnevals-Vibes, den extra Karnevals-Swag, ein bisschen Glitzerpulver. Muss ja auch schön aussehen, unser schönes Karnevals-Gruppenficken hier. Jetzt der Geschmackstest, hier natürlich stilecht im Fickenbecher, wie es sich gehört. Schauen wir mal. Boah, das ist wirklich brutal geil, ja. Also gerade die Kombi Ficken-Maracuja kommt sehr, sehr gefährlich. Gönnt euch, seid wie immer vorsichtig. Cheers.